something curious about this broadcast. Oh! Oh, aber jetzt ist Stress fängt an, jetzt. Sie sind die guten Seelen der Stadt. Und sie sind mit dem Herzen dabei. Für viele unsichtbar, für die Stadt unentbehrlich. Ich mache das voll vom Herz, diesen Job. Ja, sehr gern. Ruhe vor dem Sturm. In wenigen Stunden ist hier die Hölle los. Diese drei haben alles im Griff. Und schon einiges in den Müllkörben. Ja, alles möglich. Alles möglich. So, Fahrradkorb, Scheibenwischer, ist alles möglich. Guck mal. Und wenn es mal hakt, haben sie ihre Tricks. Fertig, geht nicht mehr auf. Sie sind die drei Musketiere der Heidelberger Altstadt. Die Legende Süler 61, der ruhige Oliver 41, der Unterhalter Nori 54, sonst immer zu zweit, heute ausnahmsweise alle drei zusammen im Dienst. Fasching bedeutet Ausnahmezustand. Normalerweise, wir nehmen da Flasche nichts, aber wegen Umzug heute, wir müssen alle Flaschen wegmachen. Jawohl, ahoi, mach mal Foto. Nori kommt aus Algerien, kontaktfreudig und immer gut drauf. Adios, amigos. Ich war bei Deutsche Post 28 Jahre. Ich wollte nichts mehr, war nur Nacht gearbeitet. Nur Nacht. Irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ich mache das voll vom Herz, diesen Job. Ja, sehr gern, wirklich. Gleich überflutet der Faschingsumzug die Stadt und der Müll die Straßen. Wir haben eine neue Hausaufgabe. Wir müssen vorbereiten, weil wenn wir einen Ruf bekommen, wir müssen hier sperren. Oliver kennt das. Er ist seit 14 Jahren dabei. So machen wir das. Jawohl. Mein Kollege ist einfach schwach. Nimmt nur einer. Aber trotzdem, wir sind Brüder. Ich hab, damals war ich doch arbeitslos gewesen. 2008 habe ich dann angefangen bei Stadt Heidelberg als 1,50 Euro, 9 Monate. Also ich habe damals 1,50 Euro Job gemacht und dann wurde ich dann übernommen. Der war so gut wie vor 13 Jahren, wie heute gleich. Die meisten hier kennen die Saubermänner, vor allem Süler. Er ist seit 18 Jahren dabei. Hi. Beste Mann der Stadt. Man sieht ihn immer. Ich habe das Gefühl, wenn er nach Heidelberg kommt, er ist immer bei der Arbeit. Das ist die gute Seele Heidelbergs. Und schon so lange. Vielen Dank. Der Müllwahnsinn rollt nun durch die Altstadt, unaufhaltsam. Ein bisschen Spaß muss trotzdem sein. Was bleibt, ist der Faschingsmüll und viele gefährliche Scherben. Nach der Party ist vor der Arbeit. Da kann der Tag schon lang werden. Wow, aber jetzt ist Stress fängt an, jetzt. Manche Momente sind bloß schnell, ne? Sonst verlierst du. Jawohl! Wir machen mit Liebe, mit Gefühl. Guck, wie viel Mal habe ich getrunken heute. Mein Dank an euch für eure Arbeit, die ihr macht. Vielen Dank. Die machen Überstunden, die machen zusätzliche Schichten, also muss man mal einfach Daumen hoch. Und trotzdem können die drei das hier nicht alles wegschaffen. Deshalb kommt das gesamte Reinigungsteam zu Hilfe. Bis spät in die Nacht. Genau. Nee, freu uns auf Feierabend. Das ist das, ja. Wir haben so Komplimente bekommen. Dort nichts, aber ein bisschen müde schon. Ja. Walaikum salam. Ma'akum Nori min Jazair. Egal. Algerier Nori umarmt die Welt in 7 Sprachen. Arabisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, natürlich Deutsch. Ja? Polnisch, Russisch, ich spreche auch ein bisschen Türkisch. Und demnächst auch Chinesisch, da ist er schon dran. Endlich Feierabend. Alles ohne Zwischenfälle, oder? Guck mal, es wird fällt eine Schaufel. Guck mal, wo ist ja? Da fällt ein Schaufel, weil der ist unter. Ich konnte nicht rausholen.
Nori vergisst gern und viel. Diesmal ist es gut gegangen. Die Faschingsmüllberge sind entsorgt. Am Morgen danach geht es gemächlicher zu. Doch der harte Job steckt noch tief in den Knochen. Wir haben gut geschlafen, bisschen müde, aber so wie jedes Jahr. Müde? Nein. So, also Prost. So. Zwei wie Feuer und Wasser, aber im Job ein Top-Team. Okay. Was ich hasse bei Ihnen? Sturkopf. Stur ohne Ende, ja. Als menschlich mag ihn. Und ich hasse ihn, ich werde ihn umbringen. Der ist stur. Ja. Da hat im Kopf ganz vergesslich. Und was ich mag, sehr gut, der spricht 4, 5 Sprachen. Gestern noch zu dritt, im Alltag immer zu zweit. Nori und Süla im Dienst. 10 Uhr Beginn, 18 Uhr Dienstende. Wenn alles klappt. Ups, wieder da. Heute wird's wohl ein bisschen später. Hat vergessen, den Schlüssel in den Spind. Katastrophe! Der Schlüssel vergessen. Für der Paula. Ich sage nichts. Wir waren in Altstadt und zurück. Okay. Tschüss. Ne? Tschüss! Bis später. Ja. Die Heidelberger Hauptstraße ist ihr Revier. Süla, geboren im Kosovo, seit 18 Jahren im Dienst. Nori, Algerier, seit 2 Jahren dabei. Trägt sein Herz auf der Zunge. Ich habe ein bisschen Leckerli hier. Und Überraschungen in der Tasche. Ja, was macht ihr? Jetzt, wir versuchen, vielleicht haben wir Glück. Ich kann sie retten, vielleicht. Kopfhörer gerettet. Sie sind die Helfer in der Not, haben für jeden ein nettes Wort. Straßenkehrer. Auf der Beliebtheitsskala nicht gerade oben. Weil Ordnung und Sauberkeit möchte jeder haben, aber keiner möchte ihn machen. Meistens Straßenreinigung in den frühen Morgenstunden oder später Abendstunden sind jetzt nicht so die tollsten Arbeitszeiten. Ich meine, die meisten Leute ekeln sich ja schon vor Kleinigkeiten. Und die Leute assoziieren dann direkt, okay, der macht jetzt nur den Dreck sauber. Am Anfang war für mich so, ich war ein bisschen peinlich, schüchtern sowas, ja. Im Sommer auch, kann man sagen, riech, stink, ne? So, Leute gucken mich wie im Mülleimer. Jetzt mach ich. Nori hat Spaß am Job, liebt Menschen. Und sie lieben ihn. Sie haben beide ihre Fans, sind bekannt und gern gesehen. Prägen das Bild der Altstadt. Ich, aber das ist der beliebteste von den Jungs, die hier durch die Straße fahren und für Ordnung sorgen. Tag ein, Tag aus. Zweimal Straße hoch, zweimal runter. Die beiden sind wirklich super. Die sind so sympathisch. Jeden Tag gute Stimmung, immer gut gelaunt, immer am Lächeln. 2, 3 Tage, dann werdet ihr bestimmt auch sehen, dass es denen wirklich Spaß macht, den Job. Trifft man heutzutage, finde ich, selten, dass man Leute so positiv auf der Arbeit sieht. Bonjour! Nori zeigt sich gern als Weltbürger. Der spricht 4, 5 Sprachen. Und die anderen kommen Stück für Stück. Fünf Sprachen fließend, 3 ausreichend. Das hilft sehr. Hält aber auch auf. Du bist klasse, Keule. Ja, warum lügst du? Wieso? Auf der Tülük? Ich sage nie, nichts dir. Okay, ich hab gesagt, ich bin klasse. Ja. Du bist nix. Quala. In Heidelberg sorgen Tag und Nacht knapp 50 Mitarbeiter für 500 Kilometer saubere Straßen. Mittendrin Nori, von Beruf Schreinermeister, und Süla, Elektrotechniker und Kraftfahrer. 2, die sich gefunden haben. Oder wir kommen bei. Ich glaube, wir haben ein kleines bisschen reingeschmissen. Du hast nichts weggemacht? Da war oben, Sohn. Warte mal. Na, wo liegt die Schaufel diesmal? Da, ja. Der Tag ist gerettet. 100 Mal pro Tag.
So, ja. Komm, steigen. Ja, meine ich, diese Säcke habe ich schon benutzt. Der will nur verabschieden, aber ich verabschiede so mit Herz. Übung macht den Meister. Herzlich willkommen in meine beste Stadt in Europa. Sichtlich stolz fährt Süler mit dem Dienstauto in seinem Arbeitsrevier vor. Der Heidelberger Altstadt. Viele Augen kommen zweites Mal, drittes Mal. Bist du immer noch da? Ich habe gesagt, wo sonst? Ich liebe meine Stadt, ich arbeite gerne. Süler ist gelernter Elektrotechniker und Kraftfahrer. Heute im Dienst mit Oliver, Bau- und Metalllackierer, ein Polendeutscher. Also ich bin schon seit 2008 bei Stadt. Und mit ihnen arbeite ich seit 2009 Ende. 14 Jahre. Für diese 14 Jahre, ne? Ich habe dabei, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Der ist hilfsbereit. Ja, der ist lustig und so gut drauf. Süler, Vater von 4 Kindern, ist ein Scherzkeks. Brauchst du ein Schirm? Ich habe nur 4 momentan. Zwei Jungs, 2 Mädchen. Die 2 habe ich noch in Schule. Und die 2 große arbeiten. Menschlich auch. Danke euch für alle, ne? Geht ein bisschen besser jetzt? Gott sei Dank. Nach dem Corona, ne? Ich frage manche, ne, ob es geht ein bisschen Geschäfte ein bisschen besser. Süler interessiert sich für andere. Und andere interessieren sich für ihn. Manchmal mit einer Einladung auf einen Kaffee oder Tee. Ja, aber du bist fleißig, Herr. Ich nicht. Ich sogar. Ja, eine. Tschüss, Herr. Danke. Heute haben wir erste Dose gefunden. Weil wir haben viele Konkurrenten hier. Über 20 Leute suchen, ne? Vom Erlös des Lehrguts gönnen sich die 2 immer wieder mal ein Mittagessen. Es geht ruhig zu bei den beiden. Nori hat heute frei. Ja, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen. Bitte schön. Bei Nori zu Hause. Nori in seiner Welt. Der leidenschaftliche Koch zaubert oft und gern mit Tochter Delila Leckeres auf den heimischen Tisch. Das ist ein Eintopf mit Karotte, Kartoffeln, Hackfleisch und Oliven. Ja, sehr gesund. Ja, 3, da habe ich angefangen, bestimmt, ja. Ja, sie wollte unbedingt hier. Ich habe sie hier oben, ne? Oben. Und sie hat noch mit Würfel gemacht. Er kocht sehr oft und sehr gut Fleisch. Und Paella. Das kocht er auch sehr gut. Und Nori hat immer das Sagen. Ich will dir helfen, bitte. Ja. Halt mal hier. Zwiebeln hast du? Ja. Wo ist er? Drin? Ja, ist schon drin. Fertig. Gurken schälen, bitte. Okay. Ja. Man muss immer seiner Meinung sein. Es gibt nicht deine Meinung ist deine und meine Meinung ist meine. Ja. Dann, man muss nachgeben, weil sonst. Aber wenn du hast recht, ich gebe dir recht. Das ist meine Einstellung. Ja. Also er ist immer für mich da, wenn ich ihn brauche. Also ich bin ein Kind, das sehr zufrieden ist und das hat mir mein Vater halt ermöglicht. Guck mal, wie schön gemacht. Guck mal, wie schön. Und das ist mein Bisher. Gelernt hat Nori aber was ganz anderes. Ich war klein, nach der Schule war ich immer an den Schreiner rein für die Tür und geguckt und gerochen, diesen Geruch. Und das hat mir immer gewünscht und dann habe ich meine Wünsche es erfüllt. Ja. Das ist der Ausweis von meiner Schreinerei. Ja. Ich habe gelernt, Schreiner, und später bin ich Meister geworden. Das habe ich alles selber gebaut, ne? So, mit einer Schiebetür. Ne? So. Ja. Und dann geht komplett in der Wand so hoch. Fertig aus. Alles selber, alles. Fass mal an hier, mein Freund, fass mal in der Wand. Wie Marmor, wirklich. Das habe ich alles selber gemacht. Der Mosaik, alles selber. Parfüm, immer. Immer, immer. Das ist mein Hobby. Ich wechsle von hier immer jeden Tag andere. Der wird nie leer, nie. Ein bisschen komme ich hier beim Essen wieder. Dauert 2 Jahre vielleicht. So, ja. So viel Brille hier. Ich bin krank mit Sammler, ehrlich. Weniger ist mehr, das gilt nicht für Nori. Mein Sohn, ja. Einer, also das kann man laut sagen, hübscher Junge. Algerien hier, das ist so ein Monument, so wie Eiffelturm in Paris. Und dann mein Liebling, Lago de Como. Ja. Und der zweite Traum, Boxen. Ich war sehr guter Boxer,
Aber ich konnte hier in Deutschland weitermachen, Profi, aber meine Frau war schwanger. Ja, wenn ich nicht arbeite, meine Frau zu Hause, wer bezahlt die Miete? Und da ist mein Traum ist kaputt. Ja. Muss man nicht alles haben, ganz ehrlich, muss man nicht alles haben. Auch ohne das Boxen ist Nori offensichtlich ein glücklicher Mensch. Ewig gut gelaunte Nori macht sich auf den Weg zur Arbeit. Nach zwei freien, nun vier Arbeitstage. Das ist der Rhythmus. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Mohamed, oh, mach mal auf, mein Freund, mach mal auf. Ai. Also mein Kollege Sinan, ja. Aber Kollege hier auch, ne? Ja, ja. Müllabfuhr, Straßenreinigung. Oh. Ja. Vor 32 Jahren ist Nori aus Algerien über Frankreich nach Deutschland gekommen. Süla auch Anfang der 90er, noch vor dem Krieg, aus dem Kosovo. Ich bin so Glück, wie sagt am Lotto, ich habe so einen Chef. Und nicht nur er, alle drei. Sie verwalten die Müllberge. Wir haben im Jahr ca. 600 Tonnen Papierkorbmüll und ca. 900 Tonnen Kehrricht von der Straße, die Kehrmaschinen aufsammeln. Ja, in der Woche kann man sagen 12 bis 13 Tonnen Müll. Und trotzdem. Es kommt auch schnelle Kritik nach dem Wochenende zum Beispiel. Wir bekommen verbal oder auch schriftlich manchmal zu viel einfach ab, ja. Wo uns Leute eben Sachen unterstellen, dass wir nicht kommen würden oder nie kommen würden, was völlig falsch ist. Wir kommen auch oft in früher Morgenstunde und die Leute bekommen gar nicht mit, dass wir da waren. Der Jonas ist hier, hallo. Du, wir haben noch eine Beschwerde in der Altstadt hinten. Da ist eine Bierflasche kaputt gegangen. Die müssen wir noch heute holen, bitte, ja. Perfekt, danke dir, Josef, bis dann, ciao. Für eine 160.000 Einwohnerstadt machen die Heidelberger ganz schön viel Müll. Jetzt, der Chef hat angerufen, ja, und der hat gesagt, in der Bergheimer ist Mülleimer voll, weil hier in Heidelberg, wenn einer Mülleimer voll, die Leute, die rufen sofort an beim Chef. Und das bei 100 Mülleimern allein in der Altstadt. Sul, was? Scheiße. Was? Du hast vorher gesagt, in der Kantine, ich bin vergesslich. Oh, ich kenne dich. Ich hab's so vergessen. Ich kenne dich. Ella. Ich habe das ist wichtig, muss man unbedingt zurückgeben. Kannst du bitte, bitte. Okay? Die Reporterin nimmt den Schlüssel und die Schatzsuche kann endlich beginnen. Wir finden verschiedene Sachen. Von Auspuff bis zum Batterie, Papierkorb. Geldbeutel, iPhone, Telefon. Alles. Gold, alles. Nur leider ist 8 Karat, ne? Ja. Ich habe gesagt, nimm das Geld und geh zurück nach Kosovo. Also meine Sul, nimm das, komm. Ja. Das ist klasse, ne? Wenn weniger gepappelt wäre, ist es viel besser. Laura, ne? Ach, die vielen Sprachen. Fluch und Segen zugleich. Nori hat die Touristen im Griff. Süla, die Nerven. Konnte mit daran. Weiter, ne? Der kann weiter paplen. Der Chick. Gott, ja? Jeden Tag, 8 Stunden. Ganzer Tag. Die bei euch hören jetzt, weil die hören euch jetzt. Ui, gehen wir weiter. Ja. Meine Nerven. Der ist gut, aber für diesen Job, glaube ich, der passt nichts für ihn. Ui! Habt ihr euch schon richtig gestritten? Bis heute noch nichts, aber diskutiert haben wir schon. Ja, das, ja. So kann man so sagen, wie ein Ehepaar. So. Ne? Im Leben, ohne Streit gibt es keine Liebe. Ne? Dass wir streiten, aber trotzdem, wir lieben uns. Ja. I love you. I love you. Die zwei sind einfach Kult. Ja, die Nori, ja, sehr gut. Ja, genau. Ich kenne den Süden sehr gut. Jeder Lasenbesitzer fast kennt die. Also
sind schon fast wie Legenden. Alles drei ist eine Legende. Süli ist halt am längsten da. Ja, 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 ist kennt Süli. Sich komplett. Also ich denke, der kennt auch viele Leute hier in Heidelberg. Drei Jahre vorher, die Nori war nichts da. Und die Süli war schon immer mehr cool. Aber jetzt, die Nori hat sich schon übernommen, ist ein Platz. Sag mal so. Ne? Generationswechsel könnte man jetzt dazu sagen. Und Nori ist sehr fleißig heute. Hat das erste Mal meine Seite hat einen Papierkorb leer gemacht. Der ist zu langsam. Also, ja, der ist viel schneller. Eine Opa. Wie Schildkröte. Ja. Der Tag beginnt mit einer sauberen Idee. Guten Morgen, meine Liebe. Buongiorno. Wie geht's dir? Alles gut? Ich habe einen Wunsch. Okay. Kannst du mir vielleicht einen Namen hier schreiben? Ja. Mach ich. Okay. Und das freut mich. Ich bin aufgeregt ohne Ende. Wirklich, ja. Wie wird ausgesehen? Ja. Drei. Wow. Ja. So, Achtung. Nori im Glück. Ich danke euch. Der Mann mit Hut, die Quietschhupe und noch ein heißer Feger. Oliver, gebürtiger Heidelberger, der Ruhepol. In Verbindung mit Vulkan Nori eine spezielle Mischung. Ciao. Und sehr beliebt. Oh, buongiorno. Oh, mille grazie. Tutto. Wow, mille grazie. No, non c'è brutto. Geben und nehmen hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Musst du woanders vergessen haben? Muss man unter Straße vielleicht? Oh ja. Ja, genau. Mama mia! Beweis 100%. Es merkt auch nur eine Kleinigkeit wie Handschuhe. Wenn er mit jemandem redet oder so, dann vergisst er. Dafür umarmt Nori die Welt. Ja. Immer freundlich, immer am Lachen, grüßen immer. Und die sehen sie auch mal, wenn man ein bisschen stressiger Tag hatte oder so. Dann tun sie auch einen aufmuntern auf jeden Fall. Ich habe Pizza bestellt. Das ist mein Freund, Spitzname Maradona. Maradona. Ja. Bellissima. Was man gibt, bekommt man auch zurück. So wird Straßenfeger zum Traumjob. Also attraktiv würde ich den Beruf nicht nennen, aber ja, kann man schon machen. Ja klar, wenn die Kasse stimmt. Und wenn die Arbeitsbedingungen stimmen, ehrliche Arbeit. Dass es nicht einfach ist, von anderen Leuten die Sachen sauber zu machen, ist auch nicht für jeden. Man muss das auch mal Hut abhaben, dass die auch wirklich das machen und dankbar sein. Oh, meine Freund, guck mal diese Hund, guck mal, wie reagiert. Achtung. Ja, hallo, ja, hallo, ich komm, ja. Ja, ja, wie geht's dir? An die 50 Straßenreiniger hat die Stadt Heidelberg. Es gibt aber Arbeit für mehr. Nori, Süla und Oliver sind da Gold wert. Mehrmals im Jahr bekommen wir über dieselbe Wege, wie wir auch kontaktiert werden bei Mängeln oder bei Beschwerden, bekommen wir auch Lob über die Mitarbeiter. Und gerade für Sül, Noradin und Oliver bekommen wir die netten Worte, dass ohne die Mitarbeiter die Hauptstraße eine völlig andere wäre und dass die drei das Gesicht von Heidelberg sind. Feierabend. Endlich Zeit für Hobbys. Ja. Ja. Heute? So 18 Uhr hier. 18 Uhr, aber sicher? Ja, okay. Okay. Ich rufe ihn an, dann sage ich dir Bescheid. Alles klar, okay. Bis später, mein Freund. Ich hab von Kind diese Sport gelebt. Von Kind. Ich war auf dem Weg zum Profi. Ja, ohne Problem. Trainer, der hat gesehen, keiner hat mich geschlagen. Ja. Ich war fit wie Turnschuh. Ich war bereit über alles damals. Vorher habe ich damals bei der Post gearbeitet, Nacht, der hat mich kaputt gemacht. Jeder Moment, wenn ich dran denke, ist traurig. Ja. Was habe ich alles verpasst? Ja. Ich bin immer noch glücklich, weil ich bin immer noch dabei beim Sport. Ich habe gesunde Kinder, selbst gesehen. Ne? Ich habe einen guten Chef, drei Chefs, sehr tolle Chefs. Ja, was soll man mehr? Ja, einfach glücklich. Ja. Was ich mag an Oli, er sieht live. Ich mag ihn sehr.
Der Einzige, das Problem, da rauche ich sehr viel. Ja, wenn viel zu tun ist, dann rauche ich schon ein paar Stunden nicht. Ja. Menschenname, ich kenne die alles, er nicht. Ja, ja. Ist die Wahrheit. Er kennt die Straße überall in Heidelberg. Ja, der kann gut kochen auch. Der ist gut, guter Koch. Glaub, das ist meine Jungs, ne? Das ist mein Uwe, mein Uwe. Und danke, dass ihr da seid, auch an Fasching. Vielen Dank. Und danke. Vielen Dank. Ja? Dankeschön. Danke. Die drei Musketiere von der Heidelberger Altstadt. Oliver, Süla und Nori. Schön, dass es sie gibt.